Eine Krise ja, so. Gibt. Und viel. Und. Wenn Flüchtlingskrise. Diese grundlegende Frage überhaupt, wieso entwickeln wir Technologie? Ne? Und es gibt, glaube ich, zwei ganz interessante Grundmuster dafür. Das eine ist ganz praktisch und pragmatisch. Wir sind als Menschen begrenzt. Ne? Also wir haben diese Limitations unserer Menschlichkeit, unserer Körperlichkeit. Das schönste Beispiel ist immer, wenn man ohne Fell auf die Welt kommt und es ist Winter, dann wird man nur überleben, wenn man Technologie hat. Und so gehen wir seit Jahrtausenden her, entwickeln Werkzeuge, um unsere Grenzen, um unsere Einschränkungen, die realen wie oft auch die nur empfundenen, die vorgestellten, zu überwinden. Wir haben uns vor allen Dingen darauf fokussiert, dass wir die zwei wesentlichen Technologien weiter analysieren und in Frage stellen, die, wo wir glauben, dass die in der nächsten Zeit unser Menschenbild, unser Bild der Gesellschaft grundlegend verändern werden. Wie bleiben wir als Menschen, als Gesellschaft sagen, im Zentrum auch der Kontrolle über das, was wir entwickeln, was wir sagen, mit KI gerade anzetteln? Und der Schlüsselpunkt ist natürlich Verantwortung. Das in der Auseinandersetzung mit den künstlerischen Arbeiten, die übrigens zu einem Großteil aus den Einreichungen des PRIAS Elektroniker stammen, haben sich mehrere Fokuspunkte herauskristallisiert, mit denen sich die Künstler offensichtlich sehr beschäftigen und die durch diese Entwicklung für uns auch zu wesentlichen Elementen der Themenausstellung geworden sind. Einer davon ist das Thema Sprache. Ein zweites Unterthema, was für uns gerade auch die Human Limitations weiter auffassen, in Form eines sehr individuellen Zugangs, ist die Limitation des Körpers selber. Das ist ja ein ganz spannendes Paradox in dieser Einfachheit. Ne? Wir haben noch nie zuvor so viele Möglichkeiten gehabt, über unsere Grenzen hinauszugehen. Ne? Also die typischen Limitations des Menschen können wir mit Technologie aufheben und überwinden. Wir haben Roboter, die laufen schneller wie wir. Wir haben KI-Systeme, die können zumindest bestimmte Dinge schon wesentlich besser wie wir. Und gerade in dem Moment fängt sie dann für uns die Frage an zu stellen, natürlich ist die Menschlichkeit als solches an ihrer Grenze. Thank you.